Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung. In diesem Video, da geht es um vier Short Trades in Big Cap Aktien von mir, die ich jetzt in diesem Video besprechen werde. Ich möchte dir damit auf den Weg geben, es gibt viele Trading-Möglichkeiten, dafür muss man nicht unbedingt Aktien kaufen und long gehen. Nein, die andere Möglichkeit sind Leerverkäufe, das heißt wir profitieren von fallenden Kursen, wenn wir short gehen. Abwärtsbewegungen sind immer extremer und schneller als Aufwärtsbewegungen. Und genau das ist die Art von Price Action, die wir Daytrader suchen. Beim Short Trading geht es darum zu erkennen, wann Momentum Shifting stattfindet und eine Aktie anfängt zu drehen. Wann hat ein Ticker rein technisch kurzfristig seinen Hochpunkt gefunden, um davon auf der Short-Seite zu profitieren? Ein kleines Beispiel. Ich glaube, das ist jedem Trader schon mal so ergangen. Warst du jemals in der Situation oder hattest du jemals dieses Gefühl, nachdem du einen Trade umgesetzt hast, dich beobachtet gefühlt zu haben, immer wenn du eine Aktie gekauft hast, ist sie gesunken. Und immer wenn du eine Aktie verkauft hast, ist sie im Wert gestiegen. Das, was ich dir damit sagen will, ist, dass es nicht so ist, dass sie dich beobachten, sondern du beobachtest sie nicht. Wen meine ich mit sie? Die Big Player, die großen Marktteilnehmer und deren Orders. Wo finden wir die Daten, die wir benötigen, um im richtigen Moment mit Überzeugung ein- und auszusteigen? Die Antwort lautet im Orderflow der Markttiefe. Klar können wir aus der rein charttechnischen Analyse Widerstands- und Unterstützungslinien erarbeiten. Aber es sind dennoch Daten aus der Vergangenheit. Woher weiß ich überhaupt, ob an diesen Widerstands- und Unterstützungsleveln überhaupt noch Orders von Käufern oder Verkäufern liegen? Ohne Markttiefe ist es nur noch ein Ratespiel. Deshalb müssen wir im Orderflow die Orders der großen Player ausfindig machen. Das heißt also im Klartext, wir folgen dem Geld. Aber bevor du ihnen folgst, musst du natürlich erstmal die Aktien finden, die sich bewegen und weiter Titel, die dir ein gutes CRV anbieten. Im nächsten Schritt musst du dann den Trend verstehen, um dann im Orderflow Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Du musst wissen, was du tust. Ich analysiere beispielsweise den Orderflow mit der Bookmap-Plattform. Du kannst es natürlich auch mit dem gewöhnlichen Level 2 machen. In meinen Videos habe ich dir schon des Öfteren die Vorteile von Bookmap erläutert. Letzten Endes musst du dir selbst ein Bild davon machen, welche Software und Daten du für deine Analyse heranziehen willst. Alle Infos findest du unten in der Infobox. Kommen wir jetzt zu den Trades. Schauen wir uns dazu jetzt erstmal diesen Short Trade auf dieser Folie etwas genauer an. Bei diesem Chart Setup hier aus dem Tageschart, da müssten jetzt bei uns die Alarmglocken läuten. Und wir müssen jetzt auf die Bestätigung der Price Action warten, um eine Short-Position zu eröffnen. Wie ich jetzt das Ganze im Detail umsetze, hier meine Trades generiere, das lernst du in meinem Kurs. Wie ich eingangs erwähnt habe, können wir im Orderflow wichtige Zonen ausfindig machen und dann in eine Aktie einzusteigen, aber auch im richtigen Moment wieder auszusteigen. Wie du sehen kannst, bin ich hier jeweils einmal Short gegangen, einmal hier und dann wieder eine weitere Short-Position hier eröffnet. Und was ist dann passiert, als ich Short eingestiegen bin? Die Aktie ist in eine heftige Abwärtsbewegung übergegangen. Ein richtig heftiger Abverkauf innerhalb dieser einzigen Candle. Dann bin ich aber auch im richtigen Moment wieder rausgegangen. Das kannst du jetzt hier an diesen zwei Ausstiegspunkten sehen, bevor die Aktie hier in eine Gegenbewegung übergegangen ist. Beim Short Trading müssen wir wissen, welche Punkte greifen müssen, um Short zu gehen und nicht einfach blind eine Leerverkaufsposition zu öffnen, nur weil man denkt, der Wert ist stark überkauft und dieser muss jetzt in eine Korrektur übergehen. Nein, das ist ein großer Fehler vieler Short Trader, denn das führt meistens dazu, dass viele Trader aus ihrer Position gequetscht werden, Stichwort Short Squeeze. Und der Ticker Billy hier auf dieser Folie ist dafür ein Paradebeispiel. Ein hoher Short Interest, 10% sind Short investiert. Die Aktie, die ist zwar sehr weit gelaufen, das können wir jetzt in diesen Tagen hier sehen, aber sie squeezed hier über mehrere Tage weiterhin. Und die Shortseller, die werden ausgepresst wie eine Zitrone. Dennoch habe ich die Aktie short getradet. Man muss wissen, was man tut. Schauen wir uns dazu den Tageschart an. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Aktie ist extrem weit gelaufen. Das gibt uns aber noch lange keinen Grund, blind in die Aktie zu shorten. Das hat mit professionellem Trading gar nichts zu tun. Vor allem, wenn die Aktie einen hohen Shortflow hat von 10%. Es geht noch höher, aber 10% ist schon hoch. Wenn man weiß, auf was man Ausschau halten muss und die Price Action richtig zu lesen vermag, dann können wir unsere
Ein- und Ausstiegspunkte zum Besten optimieren, um dann solche starken Abwärtsbewegungen wie diese hier wieder ein heftiger Ausverkauf innerhalb einer Candle mitzunehmen. Denn das ist es, was wir Daytrader suchen. Auf dieser Folie, da habe ich dir jetzt das Update gescreenshottet. Am nächsten Tag, da hat die Aktie nochmal sehr stark gegapt. Wir sehen hier wieder ein sehr starkes Upgap mit einem sehr hohen Volumenspike. Und was ist dann am Folgetag passiert? Ein riesen Ausverkauf. Die Aktie wurde hier extrem heftig ausverkauft. Eine heftige Abwärtsbewegung. Und hier kommt wieder die nötige Range rein, die wir Daytrader suchen, um wirklich schöne Gewinne in Aktien zu erzielen. Schauen wir uns jetzt das letzte Trading-Beispiel an. Hier im Ticker HUYA und hier dasselbe Spiel. Wir sehen eine Aktie, die sehr weit gelaufen ist, ein Volumen spiked und daraufhin eine heftige Abverkaufsbewegung. Und hier kann man wieder sehr schöne Gewinne mitnehmen, wenn man weiß, was man tun muss. Und wenn du das lernen willst, wenn du wissen willst, wie ich solche Aktien shorte, dann kannst du das in meinem Kurs tun. Alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt das Shorten von Big Cap Aktien, weil da findet der Abverkauf aus rein technischer Basis statt. Natürlich shorte ich auch Small Cap Aktien. Hier findet im Order Flow genau dasselbe Verhalten statt wie jetzt bei Big Caps. Aber bei Small Cap Aktien findet ein fundamentaler Hintergrund statt. Dafür habe ich bereits ein Video auf meinem Kanal hochgeladen und da habe ich genau erklärt, was die Unternehmer hinter den Small Cap Aktien wirklich treiben. Den Link zu diesem Video findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das war jetzt auch alles zu diesem Video. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.